und willkommen zurück. Ich habe nicht viel Zeit zum Rumstehen, weil die Gegner schon wieder respawnen. Also machen wir da weiter, weil wir letztes Mal aufgehört haben. Und schauen uns hier hinten mal ein bisschen um. Ich habe letztens schon überlegt. Ah, hier waren wir schon mal ganz kurz drin. Hier kamen wir ja nicht weiter. Wie lange das eigentlich noch geht? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg vom Ende. Bin mir aber absolut unsicher. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes, darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher eingestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen. Und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Tut mir ein bisschen leid für ihn, muss ich sagen. Kommst du mit? Mitzi? Du kannst das hier? Jetzt war laut. Ich hab's befürchtet. Aua. Mitzi ist kein Unterwasserroboter. Oh, schön. Ich mag das. Mal erwähnt, dass ich das mag. Aber wenn man genau hinguckt, das sieht man schon, dass es. Es ist zwar die Remastered-Version, aber. Ich frage mich aber auf der anderen Seite, ob ich ein Remake haben wollen würde. Also so komplett in geiler Monster-Grafik. Eigentlich, das Spiel ist gut. Das muss nicht hyperrealistisch sein. Das passt doch, glaube ich, gar nicht. Von daher ist das schon ziemlich geil, wie es ist. Ich glaube, das bräuchte gar kein Remake. Moin, Jungs. Ah, die scheiß Alpha-Serie, die kann nix. Mal, da sind wir lang, aber hier geht's auch lang, sehe ich gerade. Wo war Wabe? Moment. Ich würde sagen, warte und Moment gleichzeitig. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ja, was gucken. Bin ich neugierig. Ein Elmfisch? Ja, ja. Und das war's dann auch. Ein Elmfisch. Und das Ding hier. Da kommen wir wieder von oben. Ah, okay, das ist quasi ein Weg zurück. Diesen tollen Ausblick. Das war, glaube ich, der. Ah, hier haben wir eben gestanden, ne? In der Teleport-Vision von unserem Teleport-Dingsi. Ich glaube, genau an der Stelle hatten wir gerade gestanden und haben schon mal auf dieses Gebäude geguckt. Hui. Ich bin ein munterer Big Daddy. Hui. Da gehen wir jetzt zum richtigen Weg. Moment, sind wir gespannt. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Das hier, meinst du? Hier ist die Hauptsteuerung, aber wir kommen nicht dran. Questfile zeigt doch erstmal nach hier hinten. Wahrscheinlich müssen wir erst einen Weg finden, das Ding zu öffnen. Ja, aber Mitzi haben wir leider verloren. Ist ein bisschen traurig. Ist aber dunkel hier. Oh nein. Kommt ein bisschen Horrorstimmung an. Hypnotischer Polyp. Wir sind zu dick, wir müssen durch. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel für euch. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Und aktiviere die Schutzschalter. Wenn es euch ein bisschen beruhigt, ich sehe auch echt gar nichts.
So gar nicht, gar nichts. Bis auf das, was vom Licht angestrahlt wird, ist alles stockfinster. Liebstes Schwarz. So, etwas glitzern. Davon zwei aktiviert. Wir haben hier eindeutig zu viel Zeug. Das kann nicht gut enden. Ganz viele Granaten. Das kann gar nicht gut enden. Ein komisches Ding hier. Noch ein Medikit, was wir gerade nicht mitnehmen können. Ja, der eine Schalter. Okay, M. Nein, wir drücken nicht M. Wenn der eine links ist, ist der andere rechts. Das ist meistens. So. Ich will das kurz anhören, bevor irgendwas passiert. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Okay, sie will sich einen Menschen basteln, der immer an andere denkt. Und sie will alle Menschen so hinbiegen. Interessante Idee. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Also quasi das geklaut, was uns im ersten Teil ausgemacht hat? Um das umzumodeln, sodass jemand anders tickt. In Richtung, ich habe alle lieb, ich helfe allen und ich denke an alle, mach nur das Beste. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Sammle 4 Adam durchsetzte Pflanzen. Okay. Nein, nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. 2, ja natürlich. So viele. Warte mal, wir können hier eigentlich mal versuchen. Hol die nicht. Hol die nicht.
Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Das ist irgendwie gruselig zu wissen, dass der die ganze Zeit zuhört, ne? Wir wissen nicht, was genau er will, warum genau er das will. Aber wir wissen, er ist immer und überall dabei. Jetzt geh doch mal da ums Eck, dann haben wir einen Verbandskasten. Danke. Gut, dann müssen wir jetzt Blümelchen sammeln. Sollen schon mal wieder raus? Und so. Ah. Moin, Jungs. Moin, Jungs. Ah, da hinten ist. Nicht blau, aber immerhin. Oh, meine geliebte Schrot. Ich mag die. Die macht so schön Bumm. Bumm und tot. Nicht meine Gegner am liebsten. Tot. Alles mitnehmen, was geht. Geht's auch irgendwie lang? Okay, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, was genau, wo genau und wie genau wir wohin kommen. Ich hätte gerne die Fallenniete. Darf ich? Ja. Das sieht verlockend aus. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese Irre, Tannenbaum, hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Das ist gruselig. Der hier weint auch nicht mehr. Alle Mitarbeiter müssen sich die Hände waschen. Merkt euch das gut, liebe hier nicht zu guckende Kinder. Guckt euch das an, wie sneaky der da hinten versteckt ist. Aber wir können ihn leider nicht mitnehmen. Sah gerade aus, ob er da steht. Schon die ersten Hallos. Das ist erst zweite Folge heute. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Da ist Pflanzi. 3 von 4. Alles klar. Mehr Verbandskästen. Was war das? Er macht da so schön Musik. Warum Verbandskasten? Langsam kriege ich Schiss. Aber wir merken uns, hier drin sind ganz viele Verbandskasten. Verbandskästen. Hast du gesagt? Hm. Ich habe auch gestern gelernt, dass die Mehrzahl von Grüfte ist. Das klingt ganz komisch. Was ist das Bescheid? Ah. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Ach, so viele. Ach doch. Schieß einfach mal. Beweg. Jetzt kann ich mich bewegen. Die haben schon mir zu viel Geld. First World Problems. Na, warte mal, ich würde eigentlich mal ganz gerne wieder. Ah, das gibt's ja nicht, dann kommen wir hin. Ah.
Ich glaube, bei der Michael kann man nicht mehr groß was lernen. Ich kann nichts mitnehmen. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Danke. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Die Frage, ne? Hat man denn eben die ganzen Dings gesehen? Oh. Mein Verbandskasten. Ich hätte jetzt gerne noch einen dabei, weil wir haben Platz. Er hat noch einen. Und das Portemonnaie ist voll. Sollen wir uns auch noch einmal heilen? Wir gönnen uns sein Geld. Kein Problem. Auch zufällig? Nein. Okay. Guck mal nochmal, wer hier so rumschreit. Die Eve spritzen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich nutze ja schon ab und zu Eve, aber wir haben mittlerweile so viel Eve-Sparen ausgerüstet. Und wiederbekommen und so. Vielleicht können wir das auch aussortieren. Oh. Was ist denn? So will ich dir mal einnehmen. Aber nicht gut. Naja, B. Immerhin. Okay, dann haben wir wieder ein Sisterchen. Siehst du das nicht im Bäuchlein? Ah! Dieser Engel ist einsam. Was für einer? Sieht anders aus. Oh, das ist einer mit so riesen Bumpeng, ne? Oh shit. Na dann. Hi. Warte, ist er mitgeschützt? Miep. Was sie sagen will. Ah. Ja, dann, lass mich kurz gucken. Wir haben ein paar Pfeile. Das ist schön. Ja, dann, viel Spaß. Noch nicht? Jetzt. Von da aus komme ich dran. Erfangen. Leuchtet. So. Ich bin hier unten. Ich bin gar nicht da. Wie hat er mich gesehen? Das ist voll unfair. Einiges, Madame. Wo ruhig her hier? Ich hab ein paar Fallen hier. Thank you.
Was ist denn hier unten für eine Party? Fertig, sehr gut. Hey, ne? Vor den Monstern. Na dann. Können wir ein paar wieder einsammeln? Oh nein, nicht selber reinlaufen. Die bleiben sowieso stehen, von daher nehmen wir das wieder mit. Nicht rankomme jedenfalls. Wir sind hier nicht in einer verfluchten Absteige. Was ist denn? Ich denke, zu textet. Sehe sie nicht. So, wir können uns. Oh. Was war das jetzt? Irgendwas hat mich angeditscht. Guck, okay, was los? Wo bist? Bei einem Blümchen fehlt uns noch. Oder zwei. Drei, man weiß. Keks. Hier einfach. Oh, die Richtung, sagen wir. Ich mag das Design hier, das sieht schick aus. Blümchen-Dingern. Wie, was, wo? Ich hab nicht getroffen. Warte, wenn du mich triffst, mir nicht. So, jetzt schon. Ach ja, ach ja. Ich hab nichts gesagt. Da ist rotes Licht. Oh, der gehört nicht uns. ja. Haben wir noch Heckpfeile? Haben wir. Das ist schön. Das hat wehgetan. Das hat dolle wehgetan. Au. Aber wir haben ihn. Yay. Hi, Kumpel. Ja, aber wir kriegen Verbandskasten zurück. Das ist auch das Mindeste, ne? Hier noch was? Ah, noch einer. Versteckt im Gebüsch. Komm mal da hin. Sollte man da hinkommen? Da liegt doch irgendwas, oder? Nicht so, aber ich glaube, ich darf nicht. Schade. Ich wäre da gerne gegangen. Und noch ein Verbandskasten. Den können wir leider nicht mehr mitnehmen. Wir haben Felden gefunden, Daddy. Wie tun wir das, Kilo? So, die hacken wir mal, würde ich sagen. Damit gleich kein Feind auf die tolle Idee kommt. Danke. Ein gratis Verbandskasten, den wir nicht mitnehmen können. Person. Hm. Damit keiner auf die blöde Idee kommt, sich da jetzt zu heilen. Ansonsten nachkommen, probieren wir es einfach. Von Big Daddy können wir sammeln. Ja, passt auf schlafende Engel auf. Ich. Wir haben ja noch einen. Oder zwei. Das kommt mir ein bisschen schäbig vor. Das ist witzig. Wie soll das funktionieren? Wie die Rakete da gerade in Zeitlupe ankam. Erhöhter Schaden für die Minis. Schön. Ich finde es immer wieder schön, dass die Kleine das überhaupt nicht stört. Das ist die Investition dein. Alter, die Musik ist laut. Hat Spaß dazu zu kommen. Ja.
Aua. Ich geh mal noch. Komm mal runter da. So, nehmen wir sie mal schnell wieder mit. Alter, der. Geh ich mal rein. Der ist die ganze Zeit am Rumnerven. Das ist hier oben gleich praktischerweise. Ein Kiddie-Abgeb-Service. Wiedersehen, Kiddo. Danke. Sehr schön. Gute Reise. Braucht nicht die Kleinen. Ja, jetzt wie ein nasser Sack hängen geblieben und runtergefallen. So. So viel dazu. Okay, wir haben ein paar. Das ist schon wieder zu viel Geld. Das gibt's doch gar nicht. Die ist leider kaputt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit, damit wir ein bisschen Geld ausgeben. Mal ein bisschen Geld sammeln. Verschrott können wir nicht mitnehmen. Den reparieren wir mal, weil wer weiß, ne? Man weiß ja nie. Kommen wir nicht hier durch? Ich bin gesellschaftlich erledigt. Das ist natürlich schade. Da lege ich so einen großen Wert drauf, nicht zu sein. Okay, haben wir uns hier wieder durchgeguckt. Das machst du nicht. Abschlau! Du Tier! Ah, ich bin da! 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 Schon das nächste Little Sisterchen. Was zum? Was ist das? Das war ein Geistergeschütz. Tja, würde ich sagen, machen wir gleich weiter, wa? Können wir auch mal mit dem schicken neuen Granatwerfer rumspielen. Ja, Junge. Oh, das wird ja wahrscheinlich weniger jung. Naja, vielleicht kriegt's ihn doch auf den Boden. Ich würde ihn ja gerne hier rüberlocken, weil wir haben ja selber noch ein Kippchen stehen. Au! Oder dann hier wisch. Wir werden es ja nicht schaffen. Dann machen wir das doch selber. So schnell, da kommt nämlich schon wieder wer angedackelt. Hey du, ne? Haben wir keine Sister mehr gehabt? Schon wieder ein Elfer. Sorry. Lebst du noch? Okay. Kann ich noch reparieren. Ich dachte jetzt kurz, er wäre hinüber. Wahnsinn, wie viele Alphas hier kommen. Warum? Ja, aber ja. Lass uns mittanzen, ich bin gerade nicht in Stimmung. Hallo. Ich mag die kleinen Kommentare von ihr. Finde ich gut.
Hier glitzert schon wieder irgendwas. Das heißt, wir haben hier wieder irgendwo ein Blümchen. Und was auch immer das hier ist. Da haben wir ein Blümchen. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Oh. Protector Candidate. Gatherer Candidate. Blümchen. 3 von 4. Sehr gut. Die Spritzen können wir tatsächlich mal mitnehmen. Tun wir auch gerne, weil so viel hatten wir nicht mehr. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Das sieht doch nicht so einladend aus, ne? Aber gut, ich würde sagen, tatsächlich, dass wir mit dem Rest, unter anderem mit der Leiche hier... Holen wir es uns! Nächstes Mal machen wir das. Und ja. Komm ein ganz guter Folgencut hier. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Bis denn. Tschüss.